Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ultimativen Hearts of Iron 4 Tutorial Kampagne. In dieser Serie werde ich euch alles erklären, was ihr über Hearts of Iron 4 wissen müsst. Wir beginnen ganz am Anfang und enden am Ende. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten, nämlich ich besitze alle DLCs. Ich habe mich dazu entschieden, die DLCs bei dieser ganzen Erklärung bereits mit reinzunehmen, weil die meisten Spieler sich im Laufe der Zeit sowieso eben jene DLCs noch holen. Und das Spiel eigentlich ohne DLCs auch nicht zu 100% Sinn und Spaß macht. Das Ganze werden wir sehr gemütlich halten. Das heißt, wir rushen nichts. Wir schauen uns alles in Ruhe an. Ich erkläre euch alles. Und am Ende könnt ihr das Spiel perfekt. Das wäre zumindest das Idealziel. Wir spielen auf der aktuell neuesten Version. 1.12. Das ist der Patch, welcher am 7. März 2023 released wurde. Wir besitzen alle DLCs, sowohl große als auch kleine. Ich werde immer wieder gefragt, welche DLCs lohnen sich denn am meisten? Die zwei besten großen DLCs, welche bislang für Hearts of Iron 4 erschienen sind, sind zum einen Waking the Tiger und zum anderen No Step Back. Das sind eigentlich die zwei DLCs, die das Spiel am besten ausbauen. Wenn ihr gerne noch zusätzliche Mechaniken wie Spionage nutzen möchtet, dann holt euch auch noch La Resistance. Und für tiefgreifendere Naval-Erfahrungen Man the Guns. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf das Abo zurückgreifen. Da zahlt ihr 4,99 € im Monat oder zum Beispiel 26,99 € für 6 Monate. Das Ganze ist eigentlich relativ lohnenswert. Allerdings empfehle ich persönlich euch, sollten diese ganzen DLCs in den Sale kommen, dann würde ich wahrscheinlich doch zu den DLCs greifen. Im Jahr zahlt ihr dann fürs Abo quasi trotz allem 53 €. Und für 53 € könnt ihr euch dann im Sale auch fast schon alle DLCs kaufen. Und da man Hearts of Iron 4 normalerweise über Jahre spielt, ich spiele es jetzt zum Beispiel schon seit 2016, wie Sie hier sehen können, habe ich auch schon 2600 Stunden angesammelt im Spiel. Deswegen lohnt sich dann halt das ganze Abo-System für mich schon wieder nicht mehr. Und wenn ihr vorhabt, das Spiel auch langfristig zu genießen und zu nutzen, empfehle ich euch, trotz allem eher auf den Kauf der DLCs zu gehen. Ansonsten würde ich mich natürlich noch immer sehr freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewerten könnt. Hilft mir als Kanal weiter und sorgt auch dafür, dass ich motiviert bin, nicht nur diese Serie zu machen, sondern natürlich auch zukünftige Serien für andere Paradox-Titel, Tutorials, News-Videos und vieles mehr, vor allem für Spiele aus dem Hause Paradox Interactive. Wir schauen uns jetzt das Ganze einfach mal entspannt an. Das Ganze beginnt natürlich mit einem neuen Spiel. Da sehen wir, es gibt zwei Szenarios. Der 1. Januar 1936, auch hier als der aufziehende Sturm bezeichnet, und der 14. August 1939, der Blitzkrieg. Grundsätzlich kann man sagen, der 1. Januar 1936 ist die ultimative Hearts of Iron 4 Erfahrung. Das, was eigentlich jeder spielt. Ihr beginnt mit eurem Land, baut es auf und versucht, je nachdem, was eure Interessen oder eure Ziele sind, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen oder nicht zu verlieren. Der 14. August 1939 schmeißt euch direkt in dieses Erlebnis, Zweiter Weltkrieg. Das Ganze startet kurz vor dem deutschen Überfall auf Polen. Das heißt, wenn ihr dieses Szenario auswählt, habt ihr nicht die Möglichkeit, euer Land nach euren eigenen Wünschen aufzubauen. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich 99,99% aller Spieler für den 1. Januar 1936 entscheiden. Und auch die meisten Mods greifen auf dieses Startszenario zurück. Der 14. August 1939 ist einfach nur dabei, damit er dabei ist. Also entscheiden wir uns mal für das Standardszenario und haben dann hier die Big Seven, quasi die großen 7 Major-Nationen. Wobei grundsätzlich mit Waking the Tiger auch China mit zu einer Major-Nation wird. Major-Nation steht jetzt einfach mal dafür für Länder, die große Auswirkungen auf den Zweiten Weltkrieg haben, starke Eigeninteressen, starke militärische und wirtschaftliche Leistungen aufbringen. Aber generell ist Hearts of Iron 4 in der Zwischenzeit ein Spiel, wo ihr auch mit kleineren Nationen durchaus zu einem großen Player auf der Weltbühne werden könnt. So können Länder wie Griechenland, Bulgarien oder auch zum Beispiel Ungarn zu großen Global Playern werden mit beachtlichen Armeen und Fabriken. Natürlich, zum Zwecke des Tutorials nehmen wir ihn, bösen Herrn Hitler. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich das Ganze unzensiert habe, denn vor allem wenn ihr euch das Spiel erst vor kurzem geholt habt, ist es so, dass er wahrscheinlich zensiert, das heißt ausgegraut ist.
Der Grund ist dafür ganz einfach, ihr spielt die deutschen Versionen und die deutschen Versionen sind zensiert. Das bedeutet, viele Charaktere sind zum Teil ausgeblendet. Wenn ihr aber jetzt sagt, ich möchte unbedingt diese ganzen Porträts ordentlich angezeigt bekommen, gibt es den Workshop. Den Workshop findet ihr ganz einfach, indem ihr in die Steam-Bibliothek geht, auf Hearts of Iron 4 klickt und habt ihr den Reiter Workshop. Und dann könnt ihr hier Uncensored Portraits eingeben. Oder ihr klickt einfach auf den Link, den ich in die Videobeschreibung packe, denn wenn ich dran denke, packe ich euch die Mod in die Videobeschreibung. Die tut ihr einfach abonnieren und dann fügt die Mod euch quasi diese ganzen normalerweise zensierten Porträts hinzu. Und dann habt ihr das Ganze quasi so wie ich hier, mit ihm und allen anderen auch. Nachdem wir ihn ausgewählt haben, sehen wir so ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel sind wir die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Das ist natürlich der Faschismus, eine von vier Hauptideologien im Spiel. Dazu gehören unter anderem dann auch noch Kommunismus, Demokratie und die Autoritären. Anarchie gibt es übrigens rein theoretisch auch noch. Ist jetzt allerdings kaum vorhanden und auch nicht wirklich der Rede wert. Außer ihr spielt mit Spanien und habt komische Sachen vor. Dann haben wir noch ein paar Traits. Das sind so Punkte, die sich auf bestimmte Länder fokussieren. Wir haben zum Beispiel die Mefo-Wechsel. Die sind enorm stark, denn solange wir nicht im Krieg sind, haben wir relativ starke Boni auf zum Beispiel Baugeschwindigkeit und wir haben mehr Fabriken zur Verfügung, um zu bauen, da wir hier zu sehen Fabriken für Konsumgüter minus 5% haben. Was das bedeutet, wie das funktioniert, das erkläre ich euch dann nachher noch im Spiel. Jedenfalls kann ich euch so viel sagen, die Mefo-Wechsel sind enorm stark. Warum gibt es sowas Starkes für Deutschland? Das ist tatsächlich ein relativ einfacher Grund, nämlich um im Multiplayer zu verhindern, dass Deutschlandspieler immer jederzeit sofort in den Krieg ziehen, möchte man denen einfach einen Grund geben, nicht sofort in den Krieg zu ziehen, indem sie einfach mehr und schneller bauen können. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Dann haben wir noch Generalstab. Der erhöht unsere Organisation um 5%, ein enorm wichtiger Wert für unsere Truppen und die Planungsgeschwindigkeit steigt um 25%. Außerdem haben wir noch Verrat oder wie es hier heißt, schlechter Verlierer. Wir haben nämlich den Ersten Weltkrieg verloren und das finden wir natürlich nicht so toll. Das sorgt dafür, dass wir eine bessere Verteidigung gegen ideologische Beeinflussung haben und wir können Bündnisse erstellen. Das ist wichtig, denn ohne Bündnisse gibt es keine Achse und ohne Achse gibt es keine Achsenmächte. Auch alle anderen Nationen haben übrigens diese ganzen Punkte. In dem Fall zum Beispiel Frankreich. Sieger des Ersten Weltkriegs sorgt dafür, dass sie weniger Soldaten, also rekrutierbare Bevölkerung, zur Verfügung haben. Die Kriegsunterstützung ist schlecht und die Landdoktrinkosten sind stark erhöht. Fragt dich jetzt bestimmt, was das alles bedeutet. Keine Angst, das erfahrt ihr noch früh genug. Gespaltene Regierung. Politische Machtkosten pro Tag 0,8. Stabilität minus 10%. Und die Kapitulationsgrenze liegt 50% niedriger. Das sind schreckliche Werte, die man als Frankreich hat. Und Frankreich ist auch eine der schwersten Nationen, die ihr eigentlich als Anfänger spielen könnt. Direkt nach Polen wahrscheinlich. Gute Anfängernationen nach dem Deutschen Reich sind übrigens die Vereinigten Staaten, Japan und zum Teil noch das Vereinigte Königreich. Wobei ihr hier schon relativ gut in der Lage sein solltet, mit Flotten und Truppen sowie Minions umzugehen. Nachdem wir uns jetzt für Deutschland entschieden haben, starten wir nochmal oder sehen wir nochmal diese große Karte. Also ihr könnt rein theoretisch in dem Bildschirm, wo wir gerade waren, alles auswählen, was ihr wollt. Ihr könnt hier nochmal ein anderes Land auswählen. Also es ist relativ egal. Ihr entscheidet euch hier quasi auf der Karte für eine Nation, die ihr spielen wollt. Und ihr seht auch schon, ihr könnt rein theoretisch jede einzelne Nation spielen. Ihr könnt sogar hier unten als das Sultanat von Aussa spielen, wenn ihr das machen wollt. Ob es jetzt Sinn macht, lassen wir mal dahingestellt. Ich habe es jetzt auch schon gemacht, das ist auch ganz unterhaltsam. Aber rein theoretisch könnt ihr alles spielen. Trotz allem natürlich für Anfänger empfiehlt es sich erstmal die großen Jungs anzufassen. Dann gibt es noch den Schwierigkeitsgrad. Da gibt es die individuellen Spielregeln. Da könnt ihr gerne mal draufklicken, wenn ihr das möchtet. Das meiste könnt ihr hier eigentlich ignorieren. Das ist wirklich eher was, wenn ihr dann mal ein bisschen später mit Experimentieren anfangt. Aber das Interessanteste wäre hier, ihr könnt eine Nation stärken. Und das ist für Anfänger mal sehr interessant. Ihr könnt nämlich hier zum Beispiel hergehen und das Deutsche Reich nochmal deutlich stärker machen. Mehr Erfahrung, mehr Produktion, weniger Treibstoffverbrauch, mehr XP und mehr politischer Machtzuwachs, um ein paar Punkte zu nennen. Das Ganze ist relativ stark und ermöglicht es für Anfänger nochmal ein bisschen einfacher zu spielen.
Aber grundsätzlich nicht zu viel davon nutzen. Irgendwann könnt ihr nicht mehr ohne spielen. Also nutzt das vielleicht nur ein, zwei Mal, um das Spiel nochmal ein bisschen extra zu erlernen. Zu gucken, ob ihr auch alles richtig macht, und danach macht es weg. Und irgendwann fangt ihr dann an, eure Gegner zu stärken, damit die nicht mehr euch so langweilen. Ich in meinem Fall werde das jetzt hier nicht nutzen. Dann gibt es noch den Schwierigkeitsgrad selber. Wir schaffen das als Zivil. Und dann haben wir noch Rekrutieren, Regulär, Veteranen und Elite. Grundsätzlich ist es so, dass je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Abzüge bekommt ihr als Spieler. Und je einfacher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Boni bekommt ihr als Spieler. Die KI hat hierdurch kaum Auswirkungen. Und es ist auch nicht so, dass die KI anhand dessen hier besser oder schlechter spielt. Also die KI macht ihr Ding. Je nachdem, wie der Schwierigkeitsgrad ist, habt ihr als Spieler mehr Vor- oder Nachteile. Das Einzige ist hier, die KI hat auf höchstem Schwierigkeitsgrad kaum mehr Treibstoff- und Versorgungsprobleme, aber das ist eigentlich irrelevant, weil ihr seid hier quasi diejenigen, die gegeißelt werden, indem sie fast ein Drittel weniger Produktion und ein Drittel weniger Forschungsgeschwindigkeit haben. Zum Zweck des Videos werden wir das Ganze hier ebenfalls auf regulär lassen. So, dann gibt es noch den Ironman-Modus und historische KI-Schwerpunkte. Was ist der Ironman-Modus? Wenn ihr hier den Haken hinsetzt, seht ihr folgendes. Dieses kleine Henkelchen hier unten bekommt einen grünen Haken. Wenn ihr keine Mods nutzt und die empfohlenen bzw. vorgegebenen Spieleinstellungen benutzt, könnt ihr Achievements sammeln. Achievements sind das hier, sogenannte Errungenschaften. Insgesamt gibt es davon 171. Ich habe zum Beispiel nur 32. Das liegt daran, dass ich immer mit Mods spiele und diese Errungenschaften mit Mods deaktiviert sind. Diese Errungenschaften setzen voraus, dass ihr bestimmte Sachen erfüllt. Zum Beispiel braucht ihr 0 Manpower mit Scraping the Barrel. Das ist so eine Rekrutierungsvorgabe, also quasi so ein Wehrpflichtsgesetz. Alle müssen dienen, und wenn ihr es dann trotzdem noch schafft, 0 Manpower zu erreichen, dann bekommt ihr dieses Achievement. Und surprise, Krabbe hat es natürlich schon erreicht. Das Ganze ist quasi nochmal so ein Spiel im Spiel, weil ihr quasi nicht mit irgendwelchen Ländern versucht, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, sondern bestimmte Vorgaben erfüllen müsst. Und das ist nochmal eine Sache, die nochmal tausende Stunden rein theoretisch fesseln kann, je nachdem, ob ihr hier alles abschließen wollt oder nicht. Nachteil am Ironman-Modus ist halt, ihr dürft keine Mods benutzen, ihr könnt nicht cheaten, ihr dürft nicht auf Rekrutieren oder Zivil spielen, ihr dürft nicht euer Land buffen, all das ist nicht erlaubt. Es muss alles hier Standard sein, ihr müsst regulär oder höher spielen, dann könnt ihr Erfolge bekommen. Außerdem könnt ihr nicht speichern oder laden, das wird alles automatisch gemacht und sobald ihr das Spiel verlasst, wird gespeichert. Sobald etwas passiert, wurde es gespeichert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel euer Land im Bürgerkrieg versinkt und ihr vernichtet werdet, dann ist die Runde auch schon vorbei. Dann gibt es noch die historischen KI-Schwerpunkte. Die historischen KI-Schwerpunkte sorgen dafür, dass Deutschland quasi passend 1939 Polen den Krieg erklärt, dass bestimmte Gebietsabgaben auch wirklich so funktionieren, wie es historisch der Fall war, dass Britannien und Frankreich ins Bündnis gehen, dass Italien sich euch anschließt und so weiter und so fort. Also wenn ihr ein historisches Spielerlebnis wollt, müsst ihr historische KI-Schwerpunkte aktivieren. Wenn ihr das nicht macht, ist zu 100% wahrscheinlich, dass irgendwas passiert, was nicht historisch ist. Vor allem da inzwischen hunderttausende Fokuspunkte existieren, die eben nicht historisch sind. Da wir in dieser Serie vielleicht hin und wieder mal speichern und laden werden, um ein paar Sachen anzuschauen und zu zeigen, lassen wir den Ironman-Modus allerdings aus. Ich persönlich empfehle es euch, für die ersten Runs ebenfalls diesen deaktiviert zu lassen. So, jetzt starten wir einfach mal entspannt rein, Spiel wird gestartet und jetzt erkläre ich euch auch gleich, wie wir das im Spiel machen. Ich zeige euch das Ganze jetzt wirklich so, wie ich auch das Ganze spielen würde. Das heißt, unser Ziel ist es, mit dem Deutschen Reich den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Ich werde euch alles, was ich mache, erklären. Ich werde jetzt nichts einfach machen und nicht erklären. Also ihr werdet verstehen, was ich mache, warum ich es mache. Aber ich werde jetzt nicht einmal direkt am Anfang durch das komplette Interface gehen und euch alles lang und breit erklären. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Wir schauen uns hier spielend an, wie Hearts of Iron 4 funktioniert. Wir starten jetzt natürlich erstmal rein und das Ganze. Wir sehen dann hier, gut, Karte, die kann man ja schon. Und wir haben jetzt hier viele kleine Icons, die leuchten. Haben hier unten Kästen mit Plus. Haben hier ein paar andere Symbole mit ein paar Farben. Ja, okay. Was mache ich als erstes? Als allererstes fange ich an, unsere Wirtschaft aufzubauen. Wirtschaft aufbauen klingt gut, ist es auch. Da gibt es übrigens diesen Reiter.
Bauvorhaben. Gibt übrigens auch Mods, die zum Beispiel diese Icons hier farblich verändern. Dann sehen die ein bisschen besser aus und ihr könnt es farblich ein bisschen unterscheiden. Die heißen, glaube ich, Colored Buttons oder Colored Icons oder irgend sowas. Könnt ihr gerne mal in Steam Workshop nachgucken, wenn ihr da Lust auf sowas habt. Wenn ihr da hinklickt, sehen wir das Baumenü. Das ist eines der wichtigsten Menüs eigentlich im Spiel. Wir sehen jetzt hier, wir haben Konsumgüter. Das sind quasi Fabriken, die wir benötigen, um unsere Bevölkerung zufriedenzustellen, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben insgesamt 31 Zivilfabriken und davon werden 9 aktuell für Konsumgüter gebraucht. Das bedeutet, von unseren, in dem Fall eigentlich 32 Fabriken, sind 22 noch verfügbar, mit denen wir bauen können. Eure Gesamtanzahl der Fabriken seht ihr übrigens auch hier in diesem Reiter oben. Da sehen wir Fabriken. Wir sehen, wir haben Militärfabriken. 20 von 28 bedeutet hier, wir haben 28 maximal. Nutzen davon jetzt derzeit 20. Schiffswerften haben wir 10. Von denen benutzen wir auch 10. Schiffswerften brauchen wir, um, surprise, Schiffe zu bauen. Und dann haben wir noch Zivilfabriken, 9 von 31. Das bedeutet, wir nutzen 9 eben für Konsumgüter, also für unsere Bevölkerung, und haben maximal 31. Das heißt, 22 sind jetzt gerade noch frei. Ihr habt knapp 4 Jahre Zeit, je nachdem wie ihr spielt, euer Land aufzubauen. Ihr habt viele Möglichkeiten, wie ihr an zusätzliche Fabriken kommt. Unter anderem eben mit Bauten. Mit manchen Nationen gibt es auch Entscheidungen. Das wäre dann hier. Da gibt es Entscheidungen, da zahlt ihr dann zum Beispiel politische Macht. Die seht ihr hier, ne? Politische Macht gibt es auch täglich dazu. Und eben, je nachdem wie lange es dann dauert oder was ihr zahlen müsst, bekommt ihr Fabriken. Ist allerdings relativ selten und gibt es meistens vor allem für kleine Nationen. Der dritte Weg, wie ihr eben noch an Fabriken kommt, ist auch einer der häufigsten Wege. Den schauen wir uns gleich noch an. Was ich jetzt mache am Anfang ist immer, ich baue ein paar Zivilfabriken. Zivilfabriken sind eben dafür da, um andere Fabriken zu bauen. Quasi so der Baustoff unseres Landes. Ihr braucht dafür auch überhaupt nichts. Ihr braucht, um das zu bauen, wirklich nur Zivilfabriken. Wie gesagt, aktuell haben wir 22 noch verfügbar. Das heißt, wir klicken jetzt einfach mal hier und bauen eben Zivilfabriken. Jetzt seht ihr, wir haben hier 15 von 15. Jeder Bau kann quasi maximal 15 Fabriken nutzen. Das heißt, der Bau in Franken nutzt jetzt 7 von 15 und der Bau in Hessen muss noch warten, bis vorherige Bauten abgeschlossen wurden. Das Ganze dauert eine Weile, 28. März 1936, da gibt es dann auch noch Möglichkeiten, das zu beschleunigen. Dazu kommen wir aber natürlich dann, wenn es soweit ist. Ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt hier so, wie ich das auch spielen würde. Was ich dann auch noch mache gleich, ist Militärfabriken bauen. Also wie gesagt, wir fangen jetzt an, ich baue 5 Zivilfabriken und dann baue ich 5 Militärfabriken. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich das hier so zerstreue. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt hergehen würde, wenn ich jetzt hergehen würde zum Beispiel, ich sage, ich möchte jetzt erst 5 Zivilfabriken haben, einfach, dass wir dann auch schneller bauen können, dass wir dann mehr Fabriken für Bauten nutzen können. Wenn ich jetzt aber hier 2 hinsetze, 3, 4, 5, dann bauen wir mal 5 Stück dahin und dann sage ich, ich will jetzt dann 5 Militärfabriken bauen, dann seht ihr Folgendes. Ich kann trotz allem jetzt hier nur eine Militärfabrik auf einmal in Thüringen bauen und wir nutzen dann diese Baukapazität, die noch frei ist, direkt in Franken. Denn ihr könnt pro Provinz immer nur einen Bau gleichzeitig laufen lassen und deswegen mache ich das halt so, dass ich dann halt hergehe und dann halt quasi 5 und dann 5 mache. Im Late Game ist es dann auch wieder egal, da könnt ihr dann einfach Shift gedrückt halten und dann Linksklick machen. Dann baut ihr sofort die maximal mögliche Anzahl an Fabriken in eine Provinz, ne? Also Shift-Linksklick mit der Fabrik, die ihr halt hier bauen wollt. Da baut ihr direkt das Maximum. Wenn ihr dann Shift und Rechtsklick macht, könnt ihr die auch direkt alle wieder entfernen. Mit Linksklick fügt ihr eine hinzu, mit Rechtsklick zieht ihr wieder eine ab. So, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die sind jetzt aber aktuell nicht wichtig. Die schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, gehen wir zur Forschung. Forschung, ach, ein wunderschöner Bereich, ein so wichtiger Bereich auch. Da gibt es aktuell 4 Forschungsteams. Ist eigentlich für große Nationen Standard. Wir werden später noch, ich glaube, 2 extra bekommen, dann haben wir 6 Forschungsteams. Ich glaube, das meiste, was eine Major-Nation schafft, sind 7 oder 8. Die kleinen Nationen haben meistens so 3, 4, maximal 5 Forschungsteams, je nachdem, was es so für eine Nation ist und was sie so für Fokuspunkte haben. Aber gut, wir klicken mal drauf
Und dann haben wir verschiedene Punkte. Infanterie, Unterstützungskompanien haben wir. Ja, die Panzerung, also Panzer. Dann haben wir Artillerie. Unsere Marine aufgeteilt in zwei Punkte. Einmal Marineunterstützung, was eigentlich quasi die Waffen sind, die wir in unserer Marine nutzen. Dann haben wir unsere Luftwaffe, Flugzeuge. Da ist es so, dass jetzt mit dem neuesten DLC bei Blood Alone ist jetzt ein Flugzeugdesigner mit reingekommen. Mögen viele nicht so, ist jetzt aber so. Startet man mit Deutschland auch schon relativ weit. Wir haben auch schon relativ viel erforscht. Bewaffnung, Triebwerke, eben dann die Standardflugzeugzellen. Wie das funktioniert, schauen wir uns auch später dann an. Dann haben wir Technik. Technik fokussiert sich vor allem auf Radartechnologie und Forschungsgeschwindigkeit und dann hier auf der rechten Seite die atomare Forschung und Raketen. Wichtig später für Raketentriebwerke, zum Beispiel für Jets. Und dann haben wir Industrie, der mit wichtigste Punkt, wie ich finde. Diese beiden Bereiche, Technik und Industrie, sind eigentlich mit die wichtigsten Punkte und das ist auch das, wo man eigentlich mit am meisten Forschungszeit investiert. Ich beginne immer erstmal mit Bauwesen. Das Gute am Bauwesen ist, es gibt uns 10% Baugeschwindigkeit, was wichtig ist für Bauvorhaben. Ihr seht jetzt hier, wir haben Baugeschwindigkeit aktuell von 5%, Boni durch die begrenzten Exporte, gibt verschiedene Möglichkeiten und Vorkommnisse, dass dieser Wert sinkt oder steigt. Aber ich sage mal, wenn ihr da später dann 40-50% habt, seid ihr auf alle Fälle gut dabei. Das ist jetzt mal das Erste, was wir machen, Baugeschwindigkeit. Das sollte auch eigentlich grundsätzlich immer das Erste sein, was ihr erforscht. Das Nächste, was ich immer mache, ist Produktion. Das erhöht unsere Produktionsleistung, die Obergrenze. Das werdet ihr auch noch verstehen im Laufe der Serie. Danach sind wir hier fertig und switchen zur Technik. Hier erforscht man die Elektrotechnik, die gibt uns 3% Forschungsgeschwindigkeit. Brauchen wir Forschungsgeschwindigkeit, ist immer nice. Da sind wir auch hier schon fertig und dann gehen wir jetzt entweder auf Artillerie und pushen hier schon mal Richtung dieser später. Oder ihr geht auf Panzerabwehr, aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Artillerie der Zwischenkriegszeit nehmen. Das ist eigentlich relativ egal. Könntet auch hier bei den Unterstützungskompanien, die seht ihr dann später auch, was das ist, könntet ihr was erforschen. Das werden wir jetzt auch hier als Erstes machen, nämlich die Logistik. Logistik ist wichtig, denn die senkt den Nachschubbedarf eurer Einheiten. Und auch hier bin ich so frech und sage, ihr werdet verstehen, wieso, weshalb, warum, wenn es soweit ist. Dann klicken wir auf das nächste Symbol, die freien Militärfabriken. Und das bedeutet, wir haben hier noch 8 Fabriken frei, die wir benutzen können, um unsere Armee aufzubauen. Das machen wir gerne. Ihr seht hier ein paar Sachen. Wir sehen hier, wir haben jetzt hier aktuell zum Beispiel 10 Fabriken, die Infanterieausrüstung 1, die 98K herstellen. Wir sehen ja außerdem, welche Ressourcen benötigt werden, nämlich in dem Fall 20 Stahl. Wir haben 53 im Lager, wobei das ist manchmal ein bisschen fehlerhaft, aber stimmt in dem Fall sogar. Manchmal müsst ihr 1-2 Tage warten, bis es ordentlich angezeigt wird, aber in dem Fall stimmt das Ganze. Dieses Symbol bedeutet, benötigte oder beziehungsweise produzierte Ausrüstung wird benutzt, um bestehende Ausrüstung zu verbessern. Quasi, wir haben jetzt hier 10 leichte Panzer. Alter Generation. Wir bauen jetzt welche einer neuen Generation und dann wird das modernisiert. Das sieht man an diesem Symbol. Das Symbol hier bedeutet, wir haben Verluste erlitten. Das heißt, unsere Flugzeuge zum Beispiel wurden abgeschossen. Aber ihr weist die quasi zu. Ne, ihr sagt zum Beispiel, ich möchte dann später 100 Flugzeuge haben. Da schauen wir uns natürlich später noch im Detail an. Keine Bange. Und wenn die dann abgeschossen werden, hier diese Gruppen, dann wird euch das hier quasi angezeigt. Hier seht ihr das 80 von 100. Das heißt, hier fehlen zum Beispiel 20. Und dann seht ihr hier den benötigt für Verstärkung, benötigt für Verstärkung, benötigt für Verstärkung, weil wir da halt eben Verluste erlitten haben. Dann haben wir noch unsere Schiffe. Da sind wir als Deutschland eigentlich bei Spielstart relativ gut mit dabei. Dazu kommen wir dann aber später noch. Wir beginnen jetzt erstmal, dass wir sagen, wir fokussieren uns ein bisschen auf Infanterie, bisschen Artillerie, bisschen Zusatzausrüstung. Also generell ist es so, ihr könnt hier jeweils eine Fabrik zuweisen. Wenn ihr jetzt dann später sehr viele Fabriken habt, klickt ihr zum Beispiel auf 5. Das bedeutet, dass jedes dieser Kästchen 5 Militärfabriken sind. Wenn ihr später noch viel mehr Fabriken habt, dann klickt ihr auf X10. Dann ist jedes dieser Kästchen 10 Militärfabriken wert. Das Ding ist auch, ihr könnt rein theoretisch deutlich mehr zuweisen, als ihr habt. Wenn ihr dann quasi Militärfabriken bekommt, erobert, einnehmt, baut, dann wird das automatisch aufgefüllt. Ihr könnt das auch rein theoretisch mit allen machen, könnt es quasi einfach alles voll machen. Aber es ist dann halt so, dass quasi erst das hier komplett voll gemacht wird
Danach bekommt dann quasi die Zusatzausrüstung erst Militärfabriken zugewiesen. Das bedeutet, es macht eigentlich keinen Sinn, das hier so zu machen, wie ich das jetzt gerade mache. Die Taktik hier ist eigentlich immer noch die beste, das Ganze einzeln zuzuweisen und zu gucken, was brauche ich, wie viel, wie könnte das langfristig ausschauen. Im Krieg zum Beispiel Punkte, die man sehr schnell übersieht und die sehr schnell ausgehen, sind gezogene Artillerie. Also Artillerie generell ist eine Sache, die sehr schnell sehr eng wird, sehr knapp wird oder verloren geht, weil sie halt in Kämpfen auch sehr einfach aufgerieben wird. Genauso Infanterieausrüstung geht auch sehr gerne schnell mal weg. LKWs sind immer sehr kritisch und auch Züge. So, und jetzt sagen wir mal, wir wollen was bauen. Ja, wir brauchen Sachen. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Zusatzausrüstung, wir brauchen Artillerie, wir brauchen eben auch Züge. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier hin. Hier finden wir Infanterie- und Artillerieausrüstung. Hier finden wir dann Panzer, hier finden wir Flugzeuge. Das ist relativ gut erklärt. Und hier rechts finden wir dann quasi unsere Schiffe. Aber jetzt geht es erstmal um Züge. Wir sehen jetzt hier oben im Menü, sehen wir Logistik. Wir sehen jetzt hier, wir haben Züge 7, die wir benötigen und 61 im Lager. Dann sehen wir LKWs, benötigt 0 in Lager 2. Und wir sehen Konvois, das sind die Dinger, die auf dem Meer umherfahren. Benötigt 5, wir haben 5. Und im Lager sind noch 195. Also Konvois ist gut. Seht auch hier drüben nochmal 195 Konvois. Also 200 haben wir insgesamt, aber 5 werden benutzt. Das heißt, wir haben noch 195 frei. Aber bei Logistiklieferungen selber sehen wir jetzt vor allem, wir haben eigentlich gar nicht genug LKWs. Und LKWs sind auch relativ wichtig. Diese LKWs brauchen wir nämlich auch vor allem später für Unterstützungskompanien. Das heißt, wir bauen jetzt dann trotz allem einmal einen Zug. Und das ist relativ wichtig. Mal kurz noch was zeigen. Ihr könnt hier einen Shift-Linksklick machen. Wenn ihr nämlich Shift-Linksklick macht, dann wird dieses neue, was ihr hier baut, ganz nach oben gesetzt. Aber ihr könnt es rein theoretisch auch manuell verschieben, indem ihr das hier oben einfach auswählt und dann umherschiebt. Je nachdem, wie euch das beliebt, wie ihr das gerne haben möchtet. So, es empfiehlt sich grundsätzlich eigentlich immer auch die Sachen, die ihr braucht, mindestens von einer Fabrik bauen zu lassen. Denn ihr seht hier oben eine Leiste. Diese Leiste ist die Produktionseffizienz. Wir sehen jetzt hier, wir haben eine Produktionseffizienz von 10,01%. Eine Produktionsleistungsobergrenze von 50%. Das bedeutet, je länger wir diesen Zug bauen lassen von dieser Fabrik, desto höher ist die Effizienz. Das Ganze bedeutet also, wir haben mehr Output. Jetzt aktuell sind es 2,77 Züge pro Jahr. Das geht dann quasi später weiter nach oben, weil wir quasi eine bessere Effizienz haben. Das heißt, auch wenn immer diese eine Fabrik baut, wenn man dann quasi im Jahr oder sobald wir zum Beispiel 50,05% erreichen, statt 2,77 Züge pro Jahr zum Beispiel 10 Züge pro Jahr bauen können. Und das Ganze mit einer Fabrik, mit der gleichen benötigten Anzahl an Ressourcen und einfach nur, weil wir es über Zeit bauen lassen. Das Ganze trifft übrigens auf alles zu, was Militärfabriken herstellen. Das Ganze funktioniert nicht für diese wunderschönen Schiffe hier. Schiffe werden gebaut und dann werden sie gebaut. Und das war's. Das Bauen dauert immer gleich lang, abhängig davon, wie teuer die später sind. Aber bei allem, was diesen grünen Kästchen entspringt, bekommt ihr eben diesen Produktionseffizienzbonus. Grundsätzlich ist es so, dass ihr den erhöhen könnt, entweder durch Fokuspunkte, was ihr gleich seht, oder halt auch durch Forschungen. Und zwar durch diese Forschungen hier, Obergrenze der Produktionsleistungen oder natürlich dann hier später beim Industriezweig selber, seht ihr hier, wir haben Fabrikleistung plus 15%. Das ist sogar nochmal ein bisschen stärker, finde ich, denn ihr habt hier quasi dann nochmal hier als Wert quasi 15% extra. Aber das sehen wir dann später auch noch. So, jetzt haben wir dann wie gesagt, wir haben jetzt hier einen zivilen Zug zugewiesen. Bisschen Infanterieausrüstung lassen wir bauen, ein bisschen Zusatzausrüstung lassen wir bauen, Artillerie lassen wir bauen und dann werden wir noch ein bisschen später in LKWs investieren. Und da sehen wir auch schon folgendes Problem. Wir haben hier eine rote Null bei einem Gummireifen. Mäh, natürlich nicht so toll. Was machen wir dann? Wir gehen auf Handel. Denn wir brauchen Ressourcen. Also klicken wir auf Handel und sehen dann, yo, wir haben Stahl ohne Ende, wir haben Aluminium, ja, ein bisschen Öl. Ja, ein bisschen Wolfram und ein bisschen Chrom. Aber wir haben keinen Gummi. Im Early Game gibt es Gummi vor allem über Handel. Und Handel heißt in meinem Fall dann mit Niederländisch-Indien, Britisch-Malaysia oder Siam. Grundsätzlich zahlt ihr Konvois, wenn der Handelspartner nicht per Land mit euch
zu verbinden ist. Das heißt, Länder, deren Hauptstadt nicht mit uns per Landroute verknüpft sind, beziehungsweise hier Dänemark würde gehen, weil das hier so quasi diese roten Striche sind, so Landverbindungsrouten in Anführungsstrichen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit hier halt Niederländisch-Indien handeln, da ist die Hauptstadt. Und die Hauptstadt ist obviously nicht per Auto zu erreichen. Deswegen müssten wir hier Konvois benutzen. Ist in Friedenszeiten relativ wurscht, aber sobald ihr im Krieg seid, werden eure Handelsrouten geraidet, geplündert, zerstört, angegriffen. Vor allem als Deutschland habt ihr da das Problem, dass ihr natürlich eure Handelsrouten nicht schützen könnt. Da braucht ihr dann Handelspartner, wo ihr keine Konvois benötigt, denn ohne Handelsrouten, also ein bisschen Handelsrouten ohne Konvois, können eigentlich nicht geplündert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Polen Gummi handeln würden, können die blockieren und plündern, was sie wollen. Dieser Handel bleibt immer bestehen. Wenn wir natürlich jetzt im Krieg sind und mit Niederländisch-Indien handeln und die natürlich dann unsere Handelsrouten unterbrechen, kommt dann quasi nichts an. Aber das Ding ist, wir müssen ja trotzdem dafür zahlen. Wir zahlen nämlich eine Zivilfabrik pro 8 Güter. Ausnahme wäre, wenn diese Nation euer Untertan ist, dann zahlt ihr mehr. Dann erhaltet ihr mehr, nicht zahlt ihr mehr, dann erhaltet ihr mehr, nämlich 40 pro Zivilfabrik. In unserem Fall, wenn wir jetzt einfach mal eine Zivilfabrik investieren, um 8 Gummis zu kaufen, klicken auf Senden, brauchen jetzt 10 Konvois, bekommen aber dafür permanent 8 Gummi. So, wenn ich das Spiel jetzt dann entpausiere, wird dann die Zahl von minus 5 auf plus 3 wechseln. Aber bis es soweit ist, haben wir hier noch fehlende Ausrüstungsproduktion, die ignorieren wir jetzt erstmal. Grundsätzlich braucht ihr das nicht ignorieren. Da stehen dann Sachen dabei, die ihr nicht habt, aber braucht. Aber Transportflugzeuge werden wir jetzt hier gar nicht groß benutzen, weil ich die nicht so wichtig finde. Marinebomber können wir uns später dann anschauen. Das machen wir jetzt nicht. Wenn ihr sowas nicht sehen wollt, dann macht den Rechtsklick drauf. Dann ist es weg und kommt dann erst beim nächsten Spielstart wieder. Jetzt haben wir noch den letzten Punkt, den wir uns für heute anschauen. Das sind die nationalen Schwerpunkte, auch Fokuspunkte genannt. Jede Nation hat so einen Fokusbaum. Und jede Nation hat einen anderen Fokusbaum auf ihr Land zugeschnitten. Andere Entscheidungen, andere Events und Ereignisse. Und das Beste ist, jedes dieser ganzen Punkte oder jeder dieser Punkte kann ein komplett anderes, einen komplett anderen Ausgang oder ein komplett anderes Spielerlebnis hervorrufen. In unserem Fall zum Beispiel könnten wir, wenn wir den Waking the Tiger DLC haben, Widerstand gegen Hitler leisten. Würde dann zu einem Bürgerkrieg führen, in dem wir den Kaiserreichstreuen dann versuchen, zum Sieg zu verhelfen, um dann den Kaiser wieder zurückzuholen. Mit dem Kaiser können wir dann zum Beispiel auch, naja, Danzig oder Krieg, ne? Oder wir gehen ganz normal den historischen Weg über das Rheinland. Ja, mit Deutschland gibt es nicht ganz so viel Abwechslung. Ich zeige euch das mal von sowjetischer Seite aus. So seht ihr dann, das Ganze sieht etwas abwechslungsreicher aus. Da kann man dann zum Beispiel sagen, wir möchten dann mit Trotzki spielen oder wir möchten dann mit jemand anderem spielen oder mit nochmal jemand anderem oder wir spielen doch mit Stalin oder wir gehen einen ganz anderen Weg und werden dann auf einmal Kaiser oder Zar oder Faschisten, ne? Und das Ganze ist natürlich auch für die KI wichtig, weil natürlich die KI auch diese zufälligen Entscheidungen treffen kann. Und so ist es so, dass rein theoretisch jedes Mal, wenn ihr spielt, irgendein Land irgendwas anderes macht und jedes Mal ein komplett neues Spielerlebnis entsteht. Jeder dieser Fokuspunkte hat halt eben massive Auswirkungen aufs Spiel oder auf eure Wirtschaft oder Armee. Könnten jetzt hier zum Beispiel Flottenaufrüstung nehmen, die würde uns 3 extra Schiffswerften geben. Das heißt, wir hätten dann statt 10, 13. Machen wir jetzt aber nicht. Wir werden tatsächlich erstmal den 4-Jahres-Plan machen. 4-Jahres-Plan bringt uns, wie ihr hier sehen könnt, Forschungsbonus für Industrie von 100% und Hjalmar Schacht als politischen Berater. Und da wir uns dann nächstes Mal auch die politischen Berater anschauen möchten, werden wir das Ganze dann einmal nehmen. Ansonsten verabschiede ich mich für euch von heute. Die erste Folge ist vorbei. Wird noch 2-3 Folgen dauern, bis ein bisschen Action passiert, aber wir möchten das Ganze sehr ordentlich erklären. Ich weiß, der Bedarf ist da. Ich bin oft genug gefragt worden, das mal zu machen. Deswegen machen wir das jetzt ja auch. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Falls ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Dann kann ich in zukünftigen Videos drauf eingehen. Euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüssi.